Hey und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Vollburst. Und ja, wir haben im letzten Video den Kampf gegen den Kyuubi gemacht und war auf jeden Fall ganz cool, ist aber leider nicht mein Lieblingsbossfight. Mein Lieblingsbossfight kommt erst noch, aber das sage ich euch noch nicht. Jetzt machen wir auf jeden Fall Sasuke gegen die 5 Kage und das sind mehrere Kämpfe. Ich glaube 3 Stück sind es, wenn ich mich nicht irre. Ja, 3 Stück. Ja, okay, 2, aber ein wie heißt das? Hack und Slay Kampf. Wird auf jeden Fall spannend. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal diesen Kampf spielen. Wie immer bin ich jetzt leise, weil jetzt bestimmt eine Cutscene kommt. Okay, er ist noch Ladebildschirm. Na, dann kann ich ja noch reden. Na. Ich mach euch fertig, ich mach euch fertig, ihr verliert. Na. Okay, Gaara, Kankuro, Temari gegen Sasuke, Suigetsu und Jugu. Wir müssen mit 60% Gesundheit überleben, dass wir die Bonus-Herausforderung schaffen. Okay, coole Cutscene, voll wenig und so. Lol, jetzt habe ich gerade Jugu eingesetzt, weil ich ihn wie bei Dragon Ball Z Battle of Z markieren wollte. Oh Mann, ich habe immer noch dieses Dragon Ball Gefühl irgendwie in den Händen. Deswegen, ich weiß nicht, manchmal drücke ich irgendwelche Knöpfe, die ich eigentlich nur bei Dragon Ball gerade drücken will. Auf jeden Fall, das packen wir trotzdem. So. Und zack. Ah, ein bisschen schneller, dann hätte ich es hingekriegt. Versuch's nochmal. Das kriege ich schon hin. Nein! Mann, schade, egal. Hau ihn weg. Gut gemacht, Jugu. Jugu. So, ich finde den Kampf hier voll übertrieben eigentlich. Auch im Anime. Ich fand es so krass, dass Sasuke das überhaupt geschafft hat, überlebend da rauszukommen. Das ist echt unglaublich gewesen, dass der gegen die 5 Kage gewonnen hat. Ja, okay, nicht gewonnen. Er hat es einfach geschafft, wieder rauszukommen und hat es überlebt. Also, da wirklich Hut, da ziehe ich wirklich meinen Hut davor. Ist auf jeden Fall eine krasse Sache, du. So. お前の憎しみは俺に得を呼ばない。俺の絶望は。お前以上だ。ライカゲをなめるな。 俺の闇を見せてやろう。走ろう。このままでは。 断層の居場所は突き止めたのか？え？断層の居場所は分かったのかと聞いている。そりゃ突き止めたけど。案内しろ。水月と十五はどうするんだ？あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それよりも断層だ。サスケ？ぐずぐずするな。早く案内しろ。 あっちだ。あ、おい、一人じゃ無茶だ。 Wie ganz allein schaffe ich das nicht? Hallo? Ich bin spooky. Also, bitte, das schaffe ich nicht locker floggy hier. So Leute, krasse Sache, wie der einfach da durchgelatscht ist. Ich hole mal Karin, dass sie mich mal kurz heilt. Machst du gut, mach weiter. Okay, weiter geht's. Sasuke da, 捉えろ!
So Leute, so Hack and Slay bei Naruto Storm 3 finde ich übelst cool. Macht echt Spaß. Aber trotzdem scheitern sie alle. Hoho. Und zack. Zack. Dieses Hinjumpen dann zu denen, das ist cool. Also wenn man den Kampf, wenn man ihn besiegt hat, einfach mit X zu ihm jumpen dann, das ist echt cool. So, Sasuke hat ja natürlich nur ein Ziel, er will zu Danzo. Wenn wir den linken Weg nehmen, das ist der Legendenweg, sagen wir es mal so, mit 4 Sternen oder 4 Flammen. Wir nehmen aber den Heldweg, weil ich in meinem anderen Let's Play alles schon mit Legende gemacht habe und ich einfach mal die andere Seite sehen will. So, jetzt nehmen wir Held. Das ist der einfache Weg. Oh yeah. So, wir kommen. Lol, jetzt müssen wir hier in den Gang kämpfen. Ist ja bescheuert. Eieiei, der ganze Gang ist hier voll. Egal, ich mach's trotzdem alle kaputt. Hoho. So, ab zu dir. Lol. So. Zu denen da hinten kann ich mich nicht porten. Aber dich mache ich auch kaputt. Und tschüss. Und tschüss. Karin, komm mal heim. Perfekt, das reicht schon. So, wir machen jetzt mal, wenn es noch klappt, so eine Ulti-Attacke. Das geht auch. Aber das machen wir erst im nächsten Raum. Da kommt dann mehr. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Alter, ich bin Sasuke. Wenn ich sag, steh auf, dann stehst du auf. Leute, ich habe mich durch die Wand geportet. Okay, der ist nicht tot. Der Gang ist ein bisschen länger jetzt. Aber das kriegen wir trotzdem alles hin. Wir können ja mal eine andere Technik machen. Ich gerade mache nur gerade die nach oben. Jetzt mache ich mal ein bisschen nach unten. Und mal zur Seite. Der hat überlebt. Der hat wirklich überlebt? Ne, der ist tot. So, hier machen wir das mal. Da mache ich alle One-Hit dann und zack. Tot. Ach, das war nur gut. Ach so, okay. Verständlich. Weiter geht's. Jetzt kommen mal große Gänge. Hier hätte ich es mir aufheben sollen. Scheiße. Egal, das kriege ich schon noch hin. Ich soll mich ein bisschen heilen. Ah, fuck. Okay, der Große ist ein bisschen stärker. Ist ja auch verständlich. So, und tschüss. 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 Keiner wird hier lebend rauskommen. Keiner. So. Dich habe ich auch zerstört. So muss das hier laufen, Leute. Packen kann ich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Egal. Warum jumpt er jetzt gegen die Wand? Okay, Leute, das haben wir auch geschafft. Jetzt kommt noch ein Fight. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich glaube, die Cutscene kommt trotzdem. Erstrang, ja. Was will man mehr? Viel Spaß. そろそろじゃぜ。来たの。 やっぱりいい男ね、内派一族って。
Okay. Die Mizukagin stellt uns uns in den Weg. Naja. Auch wenn du eine Frau bist, ich werde dich umbringen. Süße. Oh Gott, deine Teamkollegen sind nicht schlecht. Mann, hier komisches Wasser hierzu. Egal, weiter geht's. Sie müsste ja Schwäche Blitz haben, wenn sie was Süßes benutzt. Ah, zu spät. Egal, einmal mache ich das Süße, dass ihr das auch mal seht, falls ihr das Spiel nicht habt. Ich werde sie damit einfach besiegen. Hoho. Nein. Jetzt reicht's, verdammt normal. Jetzt reicht. Die macht dich kaputt. Und tschüss. Eine Kombo mache ich. Ah, warum jump ich jetzt nach hinten? Egal. Mann, die spammt doch hier scheiß Lava nur. So, und tschüss. Und jetzt mache ich Ulti. Dann war's das für dich. Und erwischt. So Leute, das war der Bossfight, aber ich bin mir sicher, dass da noch was kommt. Ich glaube, jetzt kommt sogar eine coole Szene. Oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Es ist so lange her schon, dass ich Storm 3 gespielt habe und die Story. わしら五影を相手にここまで粘るとはな。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んだ。じゃあの。 そりゃそうじゃ。体ごと分子に近いレベルでバラバラにしたんじゃぜ。次はお前じゃ。いや、それは遠慮願おう。その女はまだ使い道があるんでな。まずは、初めましてと言うべきかな？ あなたは何者？自己紹介は、そうだな、もう少し待ってもらおうか。どうせなら、皆が揃っていた方がいい。どういうことじゃ？うちはサスケ。なるほどのう。サスケはどこだ？わしが塵にした。なんだと？あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、 やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。これで揃ったな。団蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺については、もう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう。俺の名は、内葉マダラ。 お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと？ふん。暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影。聞き分けが良くて助かるぞ。サスケ。 お前はサスケを回復させておけ。俺が奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含め諸々な。計画？そう。俺の計画。
全てが俺と一つになる月の目計画だ。ん？一つになる？どういうことだ？陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと？あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか？そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと？美獣は九尾までじゃないのか？違う。奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか？陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう。人中力の封印術システム、あれがそうだ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた？それって？その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった？陸道仙人が？お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かったが、そんな力を手に入れてどうする？十尾復活、そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ？月に己の目を投影する大幻術、無限つくよに。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな！お前などに世界は渡さん！幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの世に希望などない。それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。8尾だと？どういうことだ？B はお前たちが。8尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする？お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍海大戦、ここに戦線を布告する。貴様本気で言っておるのか？冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな？弟は無事だったようだが、
これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。団蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはや木の葉内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。団蔵よりは信用できそうだ。大影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が8尾と9尾を狙っているなら奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは9尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと9尾の人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に8尾と9尾を渡してはダメです。だから8尾と9尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあわしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の原戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に八尾と九尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。うん、土影殿、まだ何か不安が。あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。八尾と九尾を拘束し忍び連合が二人を守ったところでその連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。ならあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、八尾は生きているとみて間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよ。両天秤の大の木、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ
忙しくなるでござる。Kapitel 1. Das 5K-Gipfeltreffen. Fertig. So, Leute, ich habe schon voll den Krampf und mein Controller fliegt auch schon runter. Ja, Leute, also das war eine lange Cutscene. Aber eine mit vielen Informationen. Madara Uchiha, sagen wir es jetzt mal so, wir wissen ja alle, wer es ist, hat uns den Krieg erklärt. Und er will Schläge. Er will wirklich Schläge. Er will auf die Fresse. Er kriegt auf die Fresse. Und gut ist. Wenn es euch gefallen hat, dieser Part, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch für die langen Cutscenen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Part wieder. Ich bin euer Spooky. Und tschüss.